Hallo zusammen. Ist nicht gerade das Video, das ich als nächstes machen wollte, aber da was in Frankreich passiert, dachte ich, es wäre doch wichtig, mal da noch besser reinzuschauen. Wie immer, glaub nichts, untersucht alles, was gesagt wird und schaut das Video doch bis zum Schluss an, bevor die einfach anfangen zu kommentieren und vielleicht eben auch die anderen Videos anzuschauen, bevor einfach Kurzschlüsse zu machen. Es wird sehr schnell gehen. Ich probiere das Möglichste zu übersetzen, wenn es zu übersetzen gibt. Aber schlussendlich geht es einfach darum, das gesamte Bild zu sehen. Die Videos sind auch alle auf Internet zu finden. Könnt ihr selber nachschauen. Okay, dann gehen wir los. Die gelben Jacken, Unterwerfung zur Revolution. Ist natürlich immer das gleiche Schema, das sie brauchen. Und dann kommen wir auch zum neuen Weltorder oder neue Weltzeitalter. Ist ja fast eigentlich schon komplett. Um die ganze Sache anzuschauen, müssen wir auch erkennen, dass die ganze Welt verdreht ist und darum müssen wir die Sachen eben auch von der anderen Seite anschauen oder eben untersuchen, um zu sehen, was wirklich abgeht. Also Frankreich ist wie jedes Land eine Menschenfarm und da sind jetzt die gelben Jacken einfach Laborratorratten, um eben die ganze Sache zu einem gewissen Maß anzutreiben, dass eben alles explodiert. Also es ist kein Volksaufstand, das kommt nicht von Internet oder so, sondern das kommt klar von den Medien, die reden ja jetzt ja andauernd, ist fast wie vor einem Boxmatch, wo sie alle anfragen, was sie für Techniken oder was sie für Sachen brauchen werden für diesen Samstag. Akte 4, wie sie sagen, wo eigentlich die ganze Sache jetzt losgehen wird. Das war am ersten Tag, also am 17. November. Das geht natürlich nicht durch einen Volksaufstand, das fängt irgendwo an und geht dann irgendwie weiter. Aber da ist ja die ganze Frankreich plötzlich auf der Straße, ja. Also ist das klar von den Medien angehypt und eben das Ziel ist wirkliche Revolution. Und das kommt ja von irgendwo, ja. Also die haben ja irgendwann mal abgestimmt und die haben ja eben genau den abgestimmt, den sie jetzt heute eigentlich weghaben wollen. Das ist immer das Gleiche. Schauen wir doch mal, was sie so, was die überhaupt Macron gewählt haben, ja. Bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Parce qu'il est Unterstützt beau, Macron, voyons. C'est un beau gosse. Weil er Non, schön mais ist, il ja. incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? Inkarniert das Neue. C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se Ist présente nicht et qui ein vient de la Alter, retraite. aber der C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. ist nicht mal Il fait partie du 40 und gouvernement, dafür François Hollande. ist er Exactement. eben Et c'est pas un dafür problème. gut. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Eine Cette vision, neue c'est de Vision. rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord, ça veut pas forcément dire Die qu'ils sont Leute, contre die le nicht nouveau. wirklich Rassembler sur quelle miteinander idée? Quelle son idée? einverstanden sind, können jetzt einfach wählen. Aber Quelle was son sind denn idée? seine C'est pas la Sachen? mienne. Die haben keine Ahnung, was der wirklich erzählt, ja. Die fragt irgendeine und die Antwort ist, Bah, elles sont bien. Quelles sont ist gut. les idées politiques qu'il défend, concrètement? Was sind die Très Ideen, bonne die er question. verteidigt? Je sais pas, franchement, compliqué Weiß comme es question. nicht. Ja. Keine Ahnung, was sie wirklich gewählt haben, aber schlussendlich, als er gewählt wurde, hat er klar gesagt, was er machen wird. Und die Leute haben ihn als Savior angehimmelt und das ist jetzt halt, was jetzt kommt, ja. Also müssen die Leute eigentlich auch nicht mehr auf die Straße gehen, da sie eigentlich das Ganze ja unterstützt haben von Anfang an. Jemand gelb oder Gelbbauch zu nennen, ist wie ihn ein Feigling zu nennen. Ja. Das englische Sprichwort. Gelb kann verwendet werden, um
Unloyal zu sein, ob das das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Feigheit, Dekadenz, Krankheit, Tod, Wahnsinn, Inkohärenz und andere aufrufen. Ja, das Gelb. Gelb ist die Vollendung des goldenen Zeitalters der Okkultisten. Freimaurergelb ist das ambivalente Farbe, repräsentiert Honig. Ja, aber da haben, kommen wir zu der Biene, und ist auch Feigheit. Also Freimaurer, die sind natürlich, haben sogar Washington gemacht, und George Washington war Freimaurer, bevor das er Präsident war. Von dem her kann man nicht sagen, dass Freimaurer nichts zu tun haben. Also kommen wir überall, die gelben Jacken, und die repräsentieren einfach die Biene. Sehen aus wie Biene. Und die Biene ist eben auch das Symbol von der Lilieblume, ja. Und die Lilieblume ist auch ein ganz altes Symbol, eben römisch-christlichen Symbol, ägyptisch, Gehorsamkeit, gehorsames Volk. Von allen Insekten hatte die Biene allein einen König. Also ist das Symbol der Lilieblume für die Könige. Und das geht natürlich zurück zu Ägypten, Babylon und so weiter. Die weiße Lilieblume ist eben für Tod und Trauer, auch in Ägypten, Rom und Ostasien. Lilieblume ist eine Blume von Iris und eben das Symbol vom Königsreich, Mythologie vom Könige und so weiter. Also haben alle Bienen haben ihre Königinnen, und in Frankreich alle gelben Jacken haben jetzt ihre Königinnen oder eben ihr Pharao. Ja, das ist das, die ganze Symbolik, die die Leute abgeben, wenn sie eine gelbe Jacke tragen. Hinter Frankreich ist natürlich mehr als nur irgendwie der Macron und das, die Puppet-Show, die wir sehen können, sondern da ist natürlich viel mehr. Diesen Orden gibt es seit 1800 und ist trotz allem mit schottischem Ritus vertagt. Und ihr Slogan ist auch Ordo ab Jao. Ordnung kommt aus dem Chaos, auf der Suche nach innerer Perfektion, so quasi Ficken für die Jungfräulichkeit. Klar muss alles gespaltet werden. Die Weide Impera. Dadurch soll erreicht werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen. Ja, einfach alles quasi zu spalten, die Leute quasi auf die eine oder andere Seite zu erzwängen, dass sie dann einfach sich auf sich losgehen. Ja. Also das Ganze fängt immer an mit einem Problem zu kreieren, sozialen Druck, Arbeitslosigkeit, mehr Steuern. Das Volk reagiert, ja, reagieren ist immer, wenn man manipuliert wird. Man kreiert eine Bewegung, gelbe Jacke, zerstört alles, spaltet sich, und die Revolution ist am Laufen. Und natürlich nach der Revolution will das Volk auch eine Lösung, da alles zerstört ist, ja. Und die Lösung kommt dann eben auch, aber nicht die, die sie sich erwarten. Also zuerst mal Spaßmaßnahmen, einfach alle zum Hunger zu bringen, Arbeitslosigkeit hoch, ja, die gelben Jacken, die können jetzt ja einfach stundenlang in den Straßen stehen. Die Kaufkraft geht runter und die Pension ist sowieso am Bach. Und dann gibt es eigentlich normalerweise einfach, was es halt eben gibt, ja. Und einfach zu wissen, dass es noch nie nach einer Revolution weniger Staat gegeben hat, immer mehr, ja. Von dem her, wenn eine Revolution, nach einer Revolution wird es immer mehr und immer schlimmer werden.
Und so geht das dann die Leute einfach alles zerstören, ja. Die Idee war ja eigentlich, auf die Straße zu gehen und die Leute zu sagen, dass sie kein Benzin mehr kaufen sollen, ja, weil die Steuer zu hoch ist. Aber das ist ja eigentlich ein totaler Witz, ja, weil die kaufen jetzt es eigentlich den Tag nachher oder vorher. Und eben manche finden das sehr lustig. Jetzt können wir ein bisschen gegen den Staat sein. Und die begreifen nicht, dass eigentlich die eben alle jetzt mit der gelben Jacke eben genau unter das genau gleiche Motto gehen. Und die sind jetzt alle im gleichen Club. Ja. Manche sagen jetzt, sie sind jetzt die freien gelben Jacken oder die nicht. Ich weiß nicht, ja. Jetzt finden sie eigentlich alles Mögliche. Und so geht das, ja. Und zu sagen, dass da CGI dahinter ist, ist wirklich Bullshit. Sie können ja eigentlich einfach nur nach Frankreich selber gehen oder eben Leute kontaktieren, die aus Frankreich kommen, ja. Also wenn da irgendjemand sagt, dass das alles gemacht ist oder so, können sie das. Aber jetzt geht es zum Akt 4. Und da wird es eigentlich nur noch mehr solche Sachen geben. Und das ist jetzt das neue Video. Da sind wir natürlich schon auf einem Level, da die Leute jetzt wirklich nur noch denken, jetzt haben wir den faschistischen Staat und es ist auch so. Ja? Voilà une classe qui se tient sage. Und klar machen die Bullen nicht mehr auf Verteidigung oder auf Sachen zu, sagen wir, zu beschützen. Ja. Jetzt geht es wirklich darum, die Leute wirklich voll und ganz auf die Tour zu bringen. Und die werden nicht aufhören, ja. Das geht jetzt nur noch mehr. Und die haben dann nur noch mehr Waffen. Und das ist ein offizieller Journalist. Und der wird dann sogar noch. Er hat sogar eine offizielle Karte, ja. Der Polizist will nicht mal sehen. Ja, die wollen natürlich nicht zeigen, was wirklich abgeht. Und wenn jemand an einem falschen Ort ist, dann kommen die auch. Und ja, jemand hat gesagt, oh, die haben da ein Auge hingetan. Ist natürlich Bullshit. Ja, der ist wirklich einfach vermöbelt worden, ja. Eine alte Frau ist gestorben, weil die Bullen einen Kanister in ihre Wohnung geschmissen haben. Und der Macron sagt den Bullen, dass sie gute Arbeit machen und die bösen, bösen Protestes, die da alles zerstören. Ja. Aber wir können auch sehen, wer das wirklich zerstört schlussendlich. Und das Resultat ist halt einfach, dass die Leute mehr und mehr einfach aggressiver werden und sich quasi denken, sich auch zu verteidigen. Ja. Und jetzt sagte Macron auch, der bezahlt jetzt den Polizisten auch noch Spezialgeld, dass sie bei Macron bleiben, sonst würden sie ja die Seite wechseln, ja. Und auf der anderen Seite mit dem gleichen Ding wollen die Leute ja mehr Geld und sie gibt sie einfach den Bullen, ja. Und das ist genau das, was passiert, wenn man eine Revolution macht, ja, dann macht den einfach der macht den, was er will, ja. Und eben die Nationalpolizei hat auch schon gesagt, dass sie nicht arbeiten wird. Das ist morgen, Akte 4. Und das hat auch so Bullen auf Internet haben das Video gepostet, um zu sagen, dass sie mit den gelben Jacken sind. Natürlich kann das auch Fake-Polizisten sein. Aber dann kommt das Ganze, kommen Polizisten dazu, dass sie die gelben Jacken unterstützen. Sogar Militär und sogar Anwälte. Und das ist natürlich nur eine kleine Gruppe und das hat nicht auf dem Internet angefangen. Ja. Das verteilt sich nicht so schnell in das ganze Land, das ist unmöglich. Ja.
Und auch die Ambulanz, ja. Feuerwehr. Laufen einfach weg und stellen sich irgendwo hinten an, um zu protestieren. Naja, das ist natürlich alles organisiert. Und da haben wir so Spezial-Badges, Polizei-Badges, die sagen, Gott urteilt unsere Feinde und wir organisieren das Meeting, also der Zusammenstoß, ja. Und die haben das offiziell auf ihren Uniformen. Ja, das ist hier. Sogar auf dem Schlagstock. Das ist natürlich alles gut organisiert und die sind schon länger unterwegs. Dann Infiltration, ja, Polizeiinfiltration, verschiedene Weise und verschiedenen Orten. Ja, da ist einer, der die ganze Sache mobilisiert. Kommt, 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 macht doch ein bisschen Ghetto. Und wenn die Bullen kommen, hat er sie nicht gesehen. Ups. Und eigentlich wäre das ja eigentlich jemand, der man festnehmen würde. Oder das denken jetzt ja alle. Durch dieses Video hier. Up. Du gehst mit. Und dann sagt er: Nein, ich bin mit euch. Ja, lass mich frei. Lass mich frei. Und da kommt der Boss. Nein, das ist einer von uns. Lass ihn gehen. Ah. Okay, gut, Kollege, bye bye. Da haben wir solche, die Chaoten, die sich im Polizeiwagen die Kleider wechseln oder sogar noch, weiß doch nicht, Steine holen oder irgendwas, ja. Die machen das ruhig da neben dem Polizeiding, machen die einfach weiter und gehen schlussendlich einfach, laufen einfach weg, ja. Sind einfach wieder integriert. Und da haben wir die Zerstörer von der Ark. Ja, wir sehen das nachher da im Video. Da haben sie alles zerstört innen drin. Aber schaut, die haben alle Polizeibadges. Ja. Ja, die haben alle ihren Polizeibadge angezogen, dass sie auch ruhig wieder heimgehen können. Ja, gute Arbeit geleistet, Chef, Chef. Ja, da haben wir Journalisten, ja, das sind Journalisten, sozusagen Journalisten, aber die arbeiten für niemanden oder wollen es nicht sagen. Also er hat keine Karte, ja, weil er nicht genug Stunden hat, sagte. Aber er will nicht mal sagen, für wer er arbeitet und will nicht gefilmt werden. Ja. Also eigentlich Polizisten einfach als Journalisten verkleidet und nehmen Informationen und fotografieren einfach die Journalisten und eben. Um eben zu wissen, wer was quasi dann sagt oder nicht. Und dann andere, die einfach neben der Polizei einfach Steine werfen, ja. Hier, das ist die Polizei und die anderen werfen einfach Steine. Und dann hopp, gehen sie hinter den Polizeidienst, ja. Alle Kollegen. Und dann kommen eben die Leute halt auf Ideen, den auch mal einen auf den Rüssel zu geben. Und das kommt dann einfach halt nicht mehr gut, ja. Also wenn die Leute denken, dass das wirklich lustig ist oder dass da irgendwie etwas Gutes daraus wird, da sind sie wirklich voll in der Illusion, weil die haben mehr Sachen, ja. Die Scharfschützen sind schon auf dem Dach, ja. Und eben mehr Chaos, besser ist es, um eben dann wieder neue Regeln einzustellen, ja. Und klar werden die Leute jetzt einfach quasi denken, es ist unfair, dass die Polizei quasi solche Sachen haben und werden jetzt einfach halt, ja, ist eigentlich Sklave gegen Sklave, ja. Und
Polizei wird jetzt einfach auf den Rüssel genommen und die werden dann nach einer Zeit auch aufhören. Dann kommt das Militär und die lassen halt dann einfach nicht mehr mit sich spielen. Dann gibt es Tote, ja. Das wird auch morgen Tote geben. Monsieur Macron. Bon, Monsieur Gehen Macron, auf vous die êtes dans Leute plus de los, temps, ja, denken, sie évidemment. können Comme on le irgendetwas voit ici sur les mit pancartes, comme on le Gewalt voit machen, partout en ja. France, c'est le représentant des riches, des gens Also, das riches, denken die des gens des grands Polizisten, ja, das, banquiers, jetzt müssen des wir da grands aufräumen, ja, capitalistes, schlagen wir pas mal le auf boulanger die du coin, Leute pas ein. la personne qui a Kommen die son Leute, petit schlagen magasin, auf einen non, ein, mais c'est là, un gros da, capitaliste qui, gegen au die fond Mauer. leur profit Und au dann profit de son petit. schlussendlich dreht sich halt die Je Sache veux dire dann totalement um là. und dann sagen, oh, das ist doch böse, böse Polizisten. Ah, ne, das sind nicht meine böse gelbe Jacken. Und da haben wir eben die Chaoten, die wir vorher gesehen haben mit dem Polizeibadge. Natürlich einzelne, da habe ich jetzt noch kein Polizeibadge gehabt, aber die haben ja kein Polizeibadge hier, die nehmen die das an, das sind nicht. Das sind eben die wirklichen Symbole von Frankreich. Da machen die Leute halt dann, wenn das nicht mehr lustig oder gestört, egal. Einzelne profitieren von der Sache. Ich probiere noch ein bisschen extra Geld zu machen. Und sie sind unterstützt, ja, und das sagen die Medien. Also wenn jetzt der Staat wirklich nicht will, dass die Leute auf die Straße gehen, warum würde er jetzt irgendwie sagen, dass 72% der Leute einverstanden sind, ja. Und das sagen die Medien, das sagen die seit Wochen jetzt, ja, dass die Leute eigentlich nicht mehr wollen, die hypen ja die ganze Sache auf, ja. Und jetzt kommt es, die gelbe Jacke sagt, die nächste Woche, also eben diese Woche werden sie mit Waffen kommen. Ja, es gibt jetzt Bürgerkrieg. Ja, das ist kein Protest mehr, es ist jetzt Bürgerkrieg. Und die Polizei sagt jetzt auch, sie kommen mit Panzer. Ja, sie sagen, das sind keine Militärpanzer, ja, aber es sind einfach Panzer halt. Ja, die Sache geht jetzt halt einfach größer. Das ist in Belgien. Wenige reden davon. Und sogar in Holland jetzt habe ich gehört, dass jetzt auch schon abgeht und Zerstörung kommt. Und in Spanien kommt jetzt auch, haben sie es für 21. Dezember angesagt. Und da können wir sagen, die obligatorischen gelben Jacken im Auto, ja, das ist mal auf jeden Fall Frankreich. Spanien hat sie auch, Belgien auch. Schweiz, wir haben sie nicht, Deutschland auch nicht, Niederland nicht, aber man kann sie kaufen, ja, ich sage das nicht, aber es ist einfach, die haben das obligatorisch, also kann es eigentlich jetzt überall auf ganz Europa abgehen und die anderen werden natürlich dann irgendein anderes gelbe Jacke oder so nehmen. Die Farbe ist jetzt ja eigentlich ja, als Symbol gegen den Staat, wobei das ist einfach mehr Staat geben wird. Also ist in Frankreich 50 Jahre nachher. Eigentlich ist genau die gleiche Situation. Es wird wieder genau gleich passieren. Und nach 68 war nicht weniger Staat, ja, es war immer mehr Staat. Ja. Und schlussendlich war das genau das gleiche in der Revolution 1789. Und von dem her gehen wir genau gleiche System wieder rein. Ja, schauen wir mal da in was das die Menschenrechte wirklich sind. Ja, einfach oder nur überfliegen. Ja, das sind die Menschenrechte von 1789. Ja, haben wir die ganze schöne Symbolik. Kann jeder mal nachschauen. Hat auch in den anderen Videos noch mehr darüber. Einfach Artikel 1, alle Menschen, ja, was ist ein Mensch? Ein Mensch ist, wir sind keine Menschen, ja. Das könnt ihr nachschauen in den anderen Videos über Worte und so weiter. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen, ja. Was ist denn Brüderlichkeit wirklich? Weil die ganz wirkliche Übersetzung, Fraternität ist nicht Brüderlichkeit, sondern Bruderschaft, ja. Haben wir Bruderschaft, Brüderlichkeit oder eben Zunft, ja, das ist Gilde, Handwerk, Brüderlichkeit, das ist Brüderlichkeit, ja, wenn man einen Schwur macht, wenn man irgendein Ritual macht und eben sich zu den anderen verschwört,
Freiheit, Gleichheit für die Bruderschaft und nicht für alle. Und vorher war es eben noch oder den Tod. Das ist eben genau das, die Freimaurer-Symbolik, die eigentlich das Ganze eben Menschenrechte ist. Und die Menschenrechte sind nicht für uns. Ja, die hören sich schön an, aber die sind einfach nicht für uns, sagt sie es im Artikel 1. Get over it. Also haben wir auch schon mal andere Symbole. Das ist der Marianne, ja, ist das französische Symbol von Freiheit oder Republik oder eben der Revolution mit der roten Kappe. Aber das ist eigentlich ganz ein anderes Symbol, schon viel älter. Das ist Mitra, ein altes Symbol der Freiheit. Die ältesten Überreste dieser Kappe gehören Mitra, der iranischen Gottheit der Sonne. Verträge, ja. Ja, könnt selber nachschauen. Mystery Cult in den folgenden Jahrhunderten bereits sich im gesamten Römischen Reich aus und erreicht im 3. Jahrhundert seinen Höhepunkt. Haben wir auch noch Marian und eben eine persische Münze. Da kommen wir auch zum faschistischen Symbol der ganzen Bruderschaft. Ja? Das ist die Fasis auf dem französischen Passport. Pass, Symbol von französischer Regierung. Sogar der Twitter-Account hat die Fasis hier oder die Fasis. Und Fasis ist von Faschismus. Ja? Man will nur sagen, dass Faschismus ist das. Ja? Aber wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man das Symbol hier. Im italienischen Wort für Bund, abgeleitet im Begriff Faschismus von Historiker, sehen wir auch hier auf der Menschenrecht, ja schon 17. Also ist das eigentlich ganz alte Sache, nichts Neues. Routenbündel, und das eben das Routenbündel ist, dass es eine Route kann man brechen, aber wenn es Bündel ist, kann man es nicht brechen. Machtsymbol zur Zeit der Römischen Reiches, die Liktoren von den höchsten römischen Beamten, den Konsul, Prätoren und Diktatoren hertrug. Ja, wer sind denn wirklich die wahren Diktatoren noch heute? Ja, können wir sehen, dass da eigentlich viel mehr eigentlich die ganze Sache immer wieder ins Gleiche kommt. Ja, also ist die ganze faschistische Sache eigentlich dahinter und will eben die Leute einfach zur Revolution treiben. Das war eigentlich, das schon die Übung war eigentlich, ich bin Charlie, ja. Charlie ist ein nicht ernstzunehmenden, unzuverlässigen oder eben Marionette. Und heute haben wir den Pharao, der eigentlich alle will, dass alle Leute jetzt gelb sind, die Biene, um eben den König zu folgen. Die ganze Sache ist nur eine psychologische Operation, um eben Leute wirklich zu manipulieren, wie sie auch immer wollen. Es gab noch nie weniger Staat nach einer Revolution. Und darum will man eben, dass die Revolution am Laufen ist. Darum haben wir auch die Bienen jetzt, die jetzt einfach aus dem Bienenhaus gehen. Der Unterschied von 68 ist, dass die Uniform sich ziemlich geändert hat. Ja, heute haben wir schon die Polizei in Militäruniform und die Militär haben auch noch Besseres, als sie eben von 50 Jahren oder eben im 1700 gehabt haben. Wir gehen zu einem Zivilkrieg und einer von den gelben Jacken hat so gesagt, wir brauchen einen General, einen Militärgeneral, den Minister auswählt, ja. Die Leute wollen jetzt, dass man die Sache, dass man den Kopf vom Drachen abschlägt, dann werden einfach wieder drei wachsen, ja. Also Spaltung, Verwirrung, Chaos, Zerstörung, Probleme, Leid, Mangel, Essen, Kriegszustand, Kriegsrecht, Militär, Scharfschützen, Bürgerkrieg. Und die Lösung schlussendlich mehr Gesetz, mehr Polizei, mehr Staat,
mehr Regierung, aber eben nie weniger. Also laufen die Leute jetzt auch aus diesem Käfig und kommen einfach in einen größeren Käfig, wo die Illusion einfach größer ist und wo es einfach noch mehr Leben auffressen wird und eben einfach was größer wird, ist die Illusion. Die gelben Jacken gehen jetzt aus dem Bienenhaus, ja, und in ein neues goldenes Käfig. Aber es ist einfach nur ein schöneres Käfig, ja, aber es ist immer noch das Gleiche. Da haben wir das Symbol von der neuen Weltordnung oder was die sagen, neues Zeitalter, wo eigentlich eben die neue Weltordnung da reingehört und ist eben auch schon, ist schon ein Symbol, das lange da ist. Teilen, spalten und herrschen, divide et impera. Ordnung kommt aus dem Chaos. Da haben wir der Pharao, der seinen Job quasi erledigt, ja. Also wir haben auch noch ein Video von Rothschild Bank, wo der sagt, ja, man muss ein bisschen manipulieren, um die Sache auch vorwärts zu bringen. Schlussendlich fragen viele, was man kann man denn machen, wenn man nicht auf die Straße geht? Und das ist eben das. Das System wird nicht durch Zerstörung verfallen, aber wenn man ohne kreiert. Ja. Und darum muss man erstmal wissen, was das System ist, dass man auch wissen kann, wovon man weg will. Da hat es die anderen Videos. Und eben wie gesagt, glaubt nichts, glaubt niemand. Untersucht all eure eigenen Gedanken und warum ihr auf die Straße wollt oder warum ihr lieber es euch beschweren wollt, anstatt etwas zu machen. Und hier habt ihr ein paar Tipps und vielleicht gibt es noch ein weiteres Video, weil vielleicht haben viele nicht wirklich begriffen, wo das Ganze hin will. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.